Ik ben in 1938 in Amsterdam geboren. En mijn moeder was een cabaretistin. Zij had in een kleine cabaret mijn vader kennen geleerd. Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. En eines Tages had mijn moeder gezegd: "Du, pass auf, Leo, wir gehen heute Abend zu einer Ballettabend." En we zijn also in de stad Schouwburg gegaan. En daar heb ik het eerste maal ballet gezien en was begeisterd. En heb mijn moeder gezegd: "Dat wil ik worden. Ik wil danser worden." Mijn moeder had me onwaarschijnlijk geholpen met de weken van kunstler zijn. Ik ben naar Madrid gekomen door Mercedes und Albano. Ze waren capaciteiten van flamenco. Dat was een ganz grote kunstler. In 1965 heb ik die balletmeesterprüfung gemaakt. Oh, ja. Dat is dein ehemalige studio. Ganz genau. Dat was mijn studio. Daar, waar ze die drie vensters zien, was de balletzaal. Daar oben heb ik gewoond. Dat was een ganz grote woning. Das ist ja alles 30 Jahre her. Und der Leo hat es dann übernommen und dann bin ich geblieben. Aber der Leo hat nicht alles selber unterrichtet. Flamenco hat er selber gemacht. Ich hab schon eingeheißt. Ja, lecker. Ach, schau, wie. Ja, ich weiß aber nicht, ob man die nehmen. Ich habe dich immer Freiheit. Du hast mich total freigelassen und das ist ganz, ganz toll. Ja. Dann, ich meine, ich habe gewusst, dass ja. Bei dir wird es und ich mache es. Ja, es geht auch nur so eigentlich. Und, ja. Also ja. Für mich geht es nur so. Nächstes Wochenende ist da die große Präsentation von denen und dann werden wir sehen, was da. Naja, das werden wir schon freuen. Genau. Wie ich in 74 hier gekommen bin, müssen Sie sich vorstellen, waren jeden Abend die Vorstellungen boom voll ausverkauft. Und es war eine wunderschöne Zusammenarbeit. Und diesen Nussknacker ist immer noch auf dem Repertoire. Das ist der sterbende Zwaan, die ich also kreiert habe und wo ich dann auch die goldene Medaille gemacht habe in Teheran.